Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level per Day. Platforms sunken in the lava. From Steve ist unser heutiges Level. 0 von 22 haben es geschafft. Das Level wurde dieses Jahr erstellt am 01.01.2017. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie anderes zu tun. Aber okay, gut, wir möchten uns das Level mal angucken und herausfinden, warum hat es bisher keiner geschafft. Und ich höre es schon, warum. Och, komm. Nein. Alter, das meinst du nicht ernsthaft, oder? Es ist schon eine Nummer. Okay, sowas kann einem dann doch nur am 01.01.2017 einfallen. Was anderes würde mir da gar nicht einfallen. Außer sadistische Sachen. Ach. Ich finde solche Level echt immer unnötig. Es sei denn, man hat einen Hass gegen die Menschheit. Dann natürlich ist das Level voll und ganz prächtig, muss ich sagen. Ne? Das ist... Ich weiß nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das sind halt so Level, ne? Das sind halt dann so Level, wo ich wirklich irgendwann sage, bis hierhin und nicht weiter. Und dieses Level hat jetzt schon am Anfang ein sehr gutes Potenzial dafür. So, welche Level sind doch immer wieder schön, immer wieder gern gesehen. Und irgendwann schmeißt man sein Gamepad an die Wand und dann wundert man sich, warum alles kaputt ist, ne? Bam, 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 bam. An dieser Stelle bitte andere Musik einfügen. Könnte sonst langweilig werden. Ich halte zum Schluss erst wieder ein. Wenn ich es geschafft habe. Das sind keine Level, das sind Zustände. Ich glaube es nicht, es ist so schön. Das Level ist so wunderschön. La 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 la. Mann, ich dreh gleich durch. Und ich glaube spätestens jetzt wisst ihr, wenn ich anfange zu singen, dann ist wirklich alles aus. Mir geht das Level jetzt schon nach 3 Minuten auf die Nerven. Weil er sofort einen Frustfaktor hat. Ich hasse solche Level. Also mit so welchen Leveln könnt ihr wirklich bei mir nicht punkten, liebe Leute. Und wo lang jetzt? Also in Super Mario Maker 100 Mario Herausforderung hätte ich das Level schon längst geskippt. Das kann ich euch mal sagen. Stunden später. 300 Stunden später. Oh.
Leute, sowas könnt ihr nicht mit mir machen. Das könnt ihr echt nicht mit mir machen. Der war falsch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so beabsichtigt ist. Man hätte euch noch ein paar Pixel mehr Zeit lassen können, sollen, müssen. Da kommt nicht mal mehr die Musik richtig zu laden. Ja, jetzt hat er es geschafft mal. Er hat da drin auch noch welche getan. Ich habe es eigentlich gesehen, aber habe es nicht wahrgenommen. Nee, ich kann nicht. Es tut mir leid. Also es tut mir wirklich bei allen leid, aber nein, es geht nicht. Ich kriege gerade richtig innerlich Aggressionen. Weil dieses Level einfach nur wirklich, sorry. Ja. Ich meine, mal 20 Sekunden Zeit, dieses Level zu schaffen. 20 Sekunden. Ja. Und ich habe jetzt schon in 6 Minuten, glaube ich, so viele Tode gestorben. Das ist echt abartig. Aber okay, zur Level-Optik. Eine Level-Optik bei einem, ich sag jetzt mal, Kaizo-Level zu beurteilen, ist wirklich immer sehr schwer. Wenn wir jetzt mal von dem Ganzen ausgehen, man hätte das auch noch mieser machen können. Würde ich an der Stelle sagen, ist die Optik noch in Ordnung. Du versuchst jedenfalls noch mit den Sternen den Weg oder mit den Münzen den Weg zu weisen, was dann in dem Augenblick auch auf die Mechaniken übergreift, ja. Den Levelnamen, also wie gesagt, erst im ersten Augenblick hätte ich gedacht auf schwer, beziehungsweise das hier ist auch definitiv auch sehr schwer. Hätte ich gedacht, pass auf, bestimmt ein richtig geiles Level, denn wir Deutschsprachige oder wir Europäer allgemein machen bekanntlich sehr gute Level, weil wir sehr auf die Ästhetik achten. In Japan beispielsweise, da wird einfach nur hingerotzt und gibt ihm die Karte. Es gibt auch gute Level, stopp, ja. Aber man merkt halt wirklich vermehrt, dass wir hier mehr auf diese Ästhetik achten im Vergleich zu diesen schweren Herausforderungen beispielsweise in Japan. Daher der Name komplett fehl am Platz. Kein Troll, also keine Gegnerflut, ist halt jetzt ja auch nicht ganz richtig. Es sind Objekte. Ja, und ja, es ist so ein zweischneidiges Brett, sagen wir es mal so, ja. Es ist jetzt keine direkte Gegnerflut, aber es sind halt sehr viele Objekte. Klar, wie will man das anders machen? Man kann da ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja. Wenn wir jetzt hier diese Stopper nehmen, die wir jetzt hier gerade sehen an dieser Stelle, noch, wo die ganzen X da drunter sind, ne? Der hätte es auch einfach nur normale Blöcke nehmen können. Man konnte doch oben eh nicht lang. Ja, und da hättest du auch nicht an der Stelle dann hier irgendwelche Sägen nehmen müssen, sondern beispielsweise auch was anderes. Darum, also da ein bisschen, ne, das zählt dann so ein bisschen in diese Level-Optik rein, ja? Kein Troll, das kann ich nicht beantworten, beziehungsweise es ist halt schwer, wirklich hier einen Troll nicht ausfindig zu machen, weil für Leute, die das Level spielen und zum ersten Mal mit Mario Maker in Berührung kommen, die werden weinend in der Ecke sitzen und sich denken, Alter, was bin ich für ein schlechter Spieler? Ja? Mache ich nachts dann auch immer nach diesen ganzen Aufnahmen, denke mir dann immer, Alter, was bin ich für ein schlechter Spieler? Ich wäre doch so gerne ein Pro-Gamer. Aber gut, es hat bisher noch nichts gebracht, von dem her. Also von mir kriegst du einen Stern. Bloß die Sache ist die, von den ganzen anderen bekommst du keinen Stern. Das heißt, Steve, es tut mir leid. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. 0 Sterne. Keiner will irgendwo einen Stern geben, es tut mir so leid. Ich hätte jetzt in dem Augenblick einen Stern gegeben für die Leute, die wirklich auf Kaizo stehen. Aber wie gesagt, wir stehen anscheinend alle nicht ganz so auf Kaizo. Oder wenn, dann möchte man es selber schaffen. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.